Guten Abend, liebe Brüder und Schwestern. Die Bibellese von Spurgeon für den 15. Mai. Einmal für morgens und einmal für abends. Dieses Buch ist erschienen im Lichtzeichen-Verlag. Lichtzeichen. Da ist dieses Buch erschienen und ich möchte uns daraus vorlesen in Jesu Namen und noch Ergänzung dazu tun. In Jesu Namen wie folgt. Wer aber an diesen glaubt, der ist gerecht. Apostelgeschichte 13, Vers 39. Wer an Christus glaubt, empfängt eine sofortige Rechtfertigung. Der Glaube wirkt diese Frucht nicht erst später, nicht erst nach und nach, sondern sofort. Sofern die Rechtfertigung eine Folge des Glaubens ist, wird sie der Seele in eben denselben Augenblick zuteil, wo sie sich mit Christus vereinigt und ihn als ihr Höchstes und Größtes aufnimmt. Sind die, die jetzt vor Gottes Thron stehen, gerecht gemacht, dann sind auch wir es. Wir sind so wahrhaftig und unwidersprochen gerechtfertigt wie die, die in weißen Kleidern durch die Gassen des himmlischen Jerusalems wandern und ihren melodischen Lobgesang mit goldenen Harfen begleiten. Der Schächer am Kreuz wurde in dem Augenblick gerechtfertigt, als er seines Glaubensblick auf den Herrn Jesus richtete. Der alte Paulus war nach jahreslanger Arbeit im Dienst des Herrn nicht gerechter als der Schächer, der gar nichts für das Reich Gottes getan hatte. Sobald wir unseren Blick im Glauben auf Jesus richten, sind wir von aller Sünde losgesprochen und stehen unschuldig vor dem Richterstuhl Gottes. Was für ein herrlicher Gedanke! Es gibt wohl auch etliche Trauben am Weinstock von Eschol, die wir nicht einsammeln können, bis wir ins himmlische Kanaan eingehen werden. Aber hier ist ein Zweig, der über die Mauer reicht. Er ist nicht wie mit dem Korn des Landes, das wir nicht essen können, bis wir über den Jordan kommen. Es ist Manna in der Wüste, ein Teil unserer täglichen Nahrung, womit uns Gott auf unsere Irrfahrten erhält. Jetzt haben wir Vergebung, jetzt sind unsere Sünden weggenommen, jetzt stehen wir in Ehren vor Gottes Angesicht. Als ob wir nie mit Schuld und Sünde beladen gewesen wären. So ist nichts Verdammliches an denen, die in Christus Jesus sind. Hier wird Hermann nochmal hervorragend die Rechtfertigungslehre, die biblische Rechtfertigungslehre von Spurgeon gelehrt. Wir sind gerechtfertigt, weil er, unser Herr Jesus Christus, unsere Rechtfertigung ist. Wir sind erlöst, erkauft durch sein Blut. Niemand kann uns mehr aus seiner Hand rauben. So ist nun nichts Verdammliches an denen, die in Christus Jesus sind. Es steht in diesem Augenblick keine einzige Sünde im Wort Gottes gegen den Geringsten in seinem Volk verzeichnet. Wer darf hier beschuldigen? Es sind weder Flecken noch Runzel noch etwas anderes an irgendeinen Gläubigen. Wir sind allesamt vollkommen gerecht vor dem Angesicht des Richters aller Welt. Und dass du doch dieses gegenwärtige, herrliche Vorrecht auch uns zur gegenwärtigen Erfüllung unserer Pflicht erweckte, damit wir für unseren treuen Jesus einstehen, solange uns Leben geschenkt wird. Amen. Der 15. Mai abends. Und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter über alle,
und zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Hebräer 12, Vers 23. Erinnern wir uns daran, dass es zwei Arten der Vollkommenheit gibt, deren der Christ bedarf. Die Vollkommenheit der Rechtfertigung in der Person des Herrn Jesus und die Vollkommenheit der Heiligung, welche durch den Heiligen Geist in ihm gewirkt wird. Hier auf Erden bleibt auch im Herzen des Wiedergeborenen, der Wiedergeborenen immer noch etwas von der Sündenverderbtheit zurück. Die Erfahrung lehrt uns dies nur zu bald. In uns, das heißt in unserem Fleisch, wohnen noch Lüste und eitle Begierden. Aber wie freue ich mich, dass ich weiß, es kommt der Tag, da Gott das Werk vollenden wird, das er in mir angefangen hat. Er wird meine Seele darstellen, nicht nur vollkommen in Christus, sondern vollkommen durch den Heiligen Geist. Ohne Flecken, ohne Runzeln oder sonst etwas. Kann es wahr sein, dass dieses meines armes, sündiges Herz heilig werden soll, gleich wie Gott heilig ist? Ist es möglich, dass dieser mein Geist, welcher oft seufzt, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Leibe, dieses Todes, von Sünde und Tod befreit wird, dass kein Böses mehr mein Ohr belästigt, kein unheiliger Gedanke mehr meinen Frieden betrübt? O selige Stunde, dass sie doch bald käme. Wenn ich durch den Jordan gehe, wird das Werk der Heiligung vollendet werden, aber erst dann. Als dann wird mein Geist seine letzte Taufe mit dem Feuer des Heiligen Geistes empfangen. Mich verlangt, beinahe danach zu sterben, dass ich diese letzte Reinigung empfangen könne, die mich in den Himmel hebt. Kein Engel wird reiner sein als ich, denn ich werde in einem doppelten Sinn ich bin rein sagen dürfen, durch das Blut Christi und das Werk des Heiligen Geistes. O, wie wollen wir die Macht des Heiligen Geistes preisen, dass er uns tüchtig macht, einst vor dem Thron unseres himmlischen Vaters zu stehen. Aber ferne sei, dass uns die Hoffnung der Vollendung dort drüben gleichgültig gegen die Unvollkommenheiten auf dieser Erde mache. Wenn sie das tut, so kann unsere Hoffnung nicht sein, nicht echt sein. Denn eine gute Hoffnung besitzt schon hier eine läuternde Macht. Das Werk der Gnade muss schon jetzt bleibend in uns wohnen. Sonst kann es dort nicht vollendet werden. Lasset uns deshalb bitten, dass wir mit dem Heiligen Geist erfüllt werden mögen, auf dass wir mehr und mehr Früchte der Gerechtigkeit einbringen. Amen. Amen.